Hauseigentümerverband hat bekannt gegeben, dass ab 2025 die Grundsteuern um 10-20% steigen werden. Herzlich willkommen hier im Blickwinkel, meine lieben Zuschauer. Also, ihr wisst ja selber, hier wird pausenlos irgendwelches Chaos gemacht, ne, um die Leute zu destabilisieren, das ist der Hintergrund auf jeden Fall. Was aber Fakt ist, ist, und das ist nicht nur psychologisch zu sehen, das ist diese völlige Vernichtung von Geld. Vernichtung von Geld, was meine ich damit? Wird in alle Herren Länder geschickt, wird in die eigenen Taschen gesteckt und so weiter. Und jetzt ist es so, um es dir aus der Tasche zu ziehen, erfindet man neue Steuern oder erhöht alte Steuern. Also, du kaufst ein Haus irgendwann, ne, und du denkst, es ist deins. Schön wär's, sage ich dazu nur, dass das Video stehen bleibt. Und jetzt merkst du, dass es nicht deins ist, weil wenn du ein Grundstück kaufst, müsstest du ja keine Steuern mehr drauf bezahlen, dann wär's deins. Es ist aber nicht deins, deswegen musst du Steuern drauf bezahlen. Und jetzt hat man schon mal rückwirkend zu 22 die Grundsteuern erhöht. Erinnert euch, Zensus und der ganze Wahnsinn. Ja. Und jetzt beschließt man, oder der Hauseigentümerverband hat es schon bekannt gegeben, also es ist beschlossene Sache, ab 2025 die bereits rückwirkend erhöhten Grundsteuern noch einmal um mindestens 10-20%. Was bedeutet das? Jetzt könntest du sagen, interessiert mich nicht, ich habe eine Wohnung. Ich habe kein Haus, also was gehen mich Grundsteuern an? Nee, nee, nee. Dein Vermieter, der Hauseigentümer, Besitzer, diese ganzen, wie sagt man dazu, Heuschrecken, egal, legen das auf ihre Mieter um. Logischerweise, ich meine, das ist ja auch klar, das muss man verstehen. Jemand, der was vermietet, der hat das irgendwann ja auch mal finanziert, gebaut oder finanziert es noch und so. Und der vermietet deshalb, weil er was verdienen will. Und auch muss, um seine Sachen auch zu finanzieren. Das ist ja alles auch klar. Aber wenn der eine höhere Grundsteuer bezahlen muss, wird er die auf dich umlegen. So, also betrifft es alle. Egal wen. Ja? Egal, ob du auch, wenn du sagst, oh, ich bin Reisender im Campingwagen oder sonst was. Ja, du weißt, du kannst nirgendwo frei stehen, also musst du irgend so einen beschissenen Campingplatz aufsuchen, wo du stehen kannst. Wenn die Grundsteuer erhöht wird, erhöht der natürlich auch. Also bezahlst du dann auch pro Nacht mehr. Du willst irgendwo einen Urlaub in ein Hotel jetzt zum Beispiel hier in Germany, nehmen wir es mal an, ne? Die zahlen mehr Grundsteuer, also erhöhen sie ihre Preise. Egal wo du hingehst, der die Gaststätte da angemietet hat oder der das gekauft hat, diesen Grund und Boden, wo es draufsteht, wo die Kneipe draufsteht oder sonst was, höhere Grundsteuern. Was macht der? Der muss es auf seine Waren umlegen. Also das, was er dir ausschenkt, Essen, Trinken und so weiter. Ne? Also das heißt, du siehst schon, diese Spirale dreht sich immer schneller und zieht alle miteinander immer weiter nach unten. Was eine Riesensauerei ist, und das ist ja immer das, was hier in diesem Land überhaupt nichts mehr feststeht. Du kannst dich auf nichts verlassen, auf nichts stützen. Solltest du jedenfalls nicht tun. Weil, wie man gesehen hat, schon auch in mehreren oder bei mehreren Dingen, dass man rückwirkend einfach höhere Steuern erlegt. Rückwirkend. Also, das kann ja sein, dass der ein oder andere Hausbesitzer, ne? Dieses Haus, dieses Grundstück gar nicht gekauft hätte, wenn er gewusst hätte, dass er rückwirkend viel mehr bezahlen muss. Also jeder hat ja so sein Konzept, ja? Man macht sozusagen, das nennt man Businessplan, man macht einen Businessplan für die Bank. So, ich möchte ein Haus kaufen, was haben Sie damit vor? Ich möchte vermieten, was kommt da rein? Wie viel Quadratmeter? Tralala, tralala. So, die Bank rechnet das aus und sagt zu dir, okay, das Verdienste kannst du haben. Ich finanziere dir so und so viel, alles andere Eigenkapital. So. Wenn aber rückwirkend höhere Steuern dann erhoben werden, ne, dann hast du das ja nicht gewusst, logischerweise. So, wenn du kein Prophet bist. Also hättest du unter den Umständen, die dann heute herrschen und herrschen werden ab 2025, dieses Haus in 19 oder sonst was, noch eher, doch gar nicht gekauft. Du hättest dieses Stück Land überhaupt nicht gekauft. Du hättest diese Wohnung nicht gemietet, wenn es auf Kante genäht ist. Ne? Dann hättest du dir eben sagen müssen, ich hätte gern die 100 Quadratmeter mit meiner Familie,
ne, Wohnung mieten jetzt zum Beispiel. Aber die erhöhen bestimmt die Grundsteuer. Der Vermieter wird es mir umlegen und es ist jetzt schon auf Kante genäht. Jetzt könnten wir es uns noch leisten, aber wir werden es uns in 5 Jahren nicht mehr leisten können. Inflation noch dazu, ne, Lebensmittel und so weiter. Sprit. Das ist die Zersetzung, die Vernichtung einer Gesellschaft. Das ist so. Weil wenn du an Punkte gerätst, und es ist ja nun mal so, das hat nichts mit Geldschwein zu tun oder sonst was, oder du bist gierig oder gar nichts. Wenn du was auf Kante gerade zum sagst, das kann ich mir leisten, wenn ich den ganzen Tag auf die Arbeit gehe und 10, 12 Stunden da buckle und vielleicht meine Frau, mein Mann auch noch und so, ja, dann möchten wir wenigstens ein schönes Zuhause, wo wir uns zurückziehen können, wo wir Kraft tanken können. Weil wenn du ein beschissenes Zuhause hast, kannst du deine Speicher nicht mehr voll machen, also deine Energiespeicher. Du kannst dich überhaupt nicht mehr entspannen. Also kannst du folglich auch keine Leistung mehr bringen. Ja? Also gönnst du dir zumindest was, wo du deine Energiespeicher wieder voll machen kannst. Anders geht es gar nicht. Jetzt kommt die Abräumung. Jetzt wird nicht nur rückwirkend, sondern auch noch, jetzt weiß ich es zumindest auch schon für die Zukunft, mindestens 10 bis 20% da nochmal oben drauf zu hauen auf diese Grundsteuern, ja? Dass du es, Inflation noch wohlbemerkt obendrauf, das nicht mehr bezahlen können wirst. So, und was passiert denn da? Das hat ja mit Geldschwein nichts zu tun. Was passiert denn da? Deine Gedanken drehen sich tot. Du überlegst, was mache ich denn da? Wie soll ich das bezahlen? Ich schaue mal, ob ich vielleicht was Kleineres finde. Da gibt es dann in den Familien oftmals, so wie immer schreibt, einen Riesenstress. Ja? Weil manche Menschen müssen erst, oder die können erst reagieren, wenn es eingetreten ist, ist es meistens zu spät. Das heißt, das ist nicht nur finanziell das Problem losgelöst zu sehen von deiner Psyche. Das geht überhaupt nicht in so einem Industrieland. Das geht gar nicht, wenn du nicht unter der Brücke landen willst. Wenn die Regierung oder die Regierung im Auftrag, ne, dir deinen Boden unter den Füßen wegzieht, dann wirst du folglich psychisch auch nicht mehr stabil sein. Weil ja die Gedanken, die du zur Erholung bräuchtest, also deine Freizeit, die du zur Erholung bräuchtest, jetzt nur noch sich darum drehen, was mache ich? Ich werde das nicht mehr schaffen nächstes Jahr. Ich kann ja jetzt schon kaum noch was bezahlen. Wir haben ja jetzt schon noch mal irgendwo was geborgt, Geld. Ich müsste das zurückzahlen, ich weiß nicht wovon, die Spirale dreht sich schneller, ne? Und das ist diese extreme Zersetzung, wo dann unterstellt wird, wieso, euch geht's doch gut, ihr lebt doch wie Scheiße im Blumentopf, auf gut Deutsch gesagt. Kann man sich ja immer mal anhören. Aber welche Gedanken dahinter stecken, welche Kraft dahinter steckt, welche ständigen Überlegungen und Diskussionen auch und so, was mache ich, wie geht's weiter und so, ne? Das sieht ja dann nach außen erstmal keiner. Das sieht man erst dann, wenn du gar nicht mehr kannst, wenn du eben zerbrochen bist, ja. Und das wollte ich euch hier mitgeben, meine lieben Zuschauer. Ich sage es ja schon seit Jahren, wenn das Volk oder die Völker der Welt nicht zusammenhalten und sich so, und insbesondere hier in der BRD, so ausquetschen lassen, diesen ganzen Scheiß mitmachen, ohne mal zu sagen, hier ist Stopp, ihr seid wohl nicht mehr ganz normal, ich habe das Ding gekauft, finanziert, ich zahle dafür Zinsen, ja, so die Bank ihre Kohle drin hat, so. All das, es gehört mir. Ich bezahle diese Steuer und jene Steuer und dann irgendwann noch Steuer, dass ich atmen darf oder sonst was. Ja. Jedes Ding, egal ob es Hundesteuer ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bezahle das alles und jetzt wollt ihr auf diesen Grund, den ich gekauft habe, für ein Schweinegeld, ein sehr teuer Land, ne, wo ich mein Haus drauf gebaut habe, Gelder haben, die ihr auch noch rückwirkend schon erhöht habt, aber in der Zukunft extrem erhöhen werdet, sodass ich ja auf dem Land nicht mehr leben kann, wenn das so teuer ist. Nur ich muss dir sagen, das Land gehört dir nicht. Und das ist das, wo ich immer wieder sage, wenn wir nicht zusammenhalten, souverän wieder werden, dass uns das Stück Land, auf dem wir nun mal auch unser teures Haus von mir aus sonst was gesetzt haben oder der Vermieter eben die Wohnung gebaut hat, die du dann angemietet hast, ja, dann rennt das sowas von vor die Wand. Ich weiß auch gar nicht, so eine Stunde, ob das überhaupt noch aufzuhalten ist, aber es ist doch nie zu spät,
meine lieben Zuschauer, zusammenzuhalten. Oder ich meine, egal welche Glaubensrichtung du hast oder was weiß ich, ob du zum Frühstück einen Handstand machst, ist doch scheißegal. Es geht doch darum, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, um noch einigermaßen normal leben zu können. Weil ich sage es nochmal, wenn du Leistung in deinen Job bringen willst, brauchst du einen Rückzugsort. Du musst Energie tanken. Sonst geht das nicht. Sonst bist du irgendwann ausgebrannt, ne? Kriegst eine schwere Depression. Neudeutsch heißt das Burnout. Und das war's dann mit dir. Also Leute, die mal wirklich so richtig im Burnout waren, die wissen das auch und die sagen das auch. Ich bin nie wieder da oder die Alte geworden. Ist irgendwas übrig geblieben. Ich kann keinen Lärm mehr ertragen, ich kann dies nicht ertragen, ich kann nicht mehr voll arbeiten gehen, ich kann nicht mehr mit Kollegen sein, ich muss ganz allein im Kämmerchen sitzen und so weiter, ich muss viele Pausen machen und das. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo deine Synapsen durchgeschmort sind, bist du woanders, du bist nicht mehr der oder dieselbe. Ja? Und so weit darf es da nicht kommen. Und wenn das flächendeckend passiert, und das seht ihr, dass es passiert, guckt ihr mal die Leuten ins Gesicht. Entweder sind sie leer, guck dir mal in die Augen, ganz normal, wenn du irgendwo rumlatschst. Entweder sind sie leer oder völlig aggressiv, wo du denkst, also drehst du jetzt durch oder sowas, wegen nichts eigentlich. Ja? Oder sie sind depressiv. Es ist doch so. Und das liegt eben daran, an diesem ganzen Konglomerat aus Zersetzungen, egal ob das um eine sogenannte Gesundheitspolitik geht oder um diese Migrationspolitik, was alles vorangetrieben wird. Oder eben jetzt auch darum, dass es heißt, ja, aber Deutschland ist so ein reiches Land, jetzt regt euch doch nicht so auf oder sonst was, dann zahlt ihr ein bisschen mehr, verdient ihr auch gut. Die Zeiten sind sowieso lange vorbei, außer so ein paar, die nehme ich immer aus. Ich meine jetzt mal, ich rede von dem breiten Volk, von denen, die so ausgepresst werden, die fleißig sind, die arbeiten Tag und Nacht, dass sie das, was sie sich aufgebaut hatten, einst unter anderen Voraussetzungen überhaupt noch halten können. Und dann merken sie, es rutscht, es rutscht, es rutscht, es muss doch mal eine Bremse geben. Und das ist das, es gibt aber keine, wenn das Volk nicht zusammenhält. Wenn du in deinem Saft schmorst und sagst, ich muss hier ruhig sein, schön, dass hier ja nichts anbrennt oder dass die mich nicht, was weiß ich, abholen oder dass ja nicht rauskommt, dass ich ein Querdenker bin. Ich weiß nicht, was alles so in den Köpfen der Leute vorgeht. Ja? Dann wird genau das passieren, wovor du wegläufst. Ne? Wenn die Menschen zusammen sich schließen, zusammenhalten und sagen, ey, ja, hier, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Und von wegen, Schreiben ist maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig. Na, ist es nicht. Von dir erwartet man, dass du jeden Mist unterschreibst, ja? Und umgekehrt kommt, dann zahlen sie bis zum Schreiben maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig. Ist es nicht. Es ist deshalb so gemacht, dass dann keiner die Verantwortung übernimmt. Stell dir mal vor, die Dinger können gefälscht sein. Jeder Idiot kann dir sowas zuschicken. Keine Unterschrift ist nicht, brauchen wir nicht, maschinell erstellt. Maschinell erstellt, überlege, mit der Post verschickt. Also das heißt, die haben es irgendwo eingetippt und haben es ausgedruckt. Sonst können sie es mit der Post nicht verschicken. Stimmt's? Und dann ohne Unterschrift gültig. Na, die haben es doch einmal ausgedruckt, auch wenn sie es maschinell erstellt haben. Wenn sie es doch nun einmal ausgedruckt haben, nehmen sie es aus dem Drucker, machen ihren Krakel drunter. Oder? Machen sie nicht. Und warum nicht? Damit sie nicht haften, weil der unterschreibt, haftet. Später, wenn alles zusammengebrochen ist. Ne? So, und wenn die Menschen zusammenhalten würden und sagen würden, also da gehe ich gar nicht drauf ein, ihr seid wohl nicht mehr ganz dicht, da kann ja jeder kommen und mir irgendwas Ausgedrucktes aus dem Netz oder Abkopiertes, da gibt es heute wunderbare Kopierer, siehst du es nicht mal, das nicht original ist, und mir das zuschicken. Und dann soll ich da irgendwo hin, was überweist, weiß ich, ob die Kontonummer stimmt oder ob das jemand anders sich so eingetragen hat, weißt du auch nicht. Na? Und deshalb möchte ich es nochmal sagen, meine Zuschauer, das Ding wird voll den Abgrund entgegenrasen. Ich meine, das sehen wir ja. Aber es dreht sich schneller die Spirale und die Einzigsten, die Allereinzigsten, die das aufhalten können, sind wir, wenn wir zusammenhalten. Ein einzelner, ganz allein einzelner Mensch kann das nicht. Das ist klar, wenn alle mitmachen, alle gemeinsam dann wahrscheinlich auf der Straße leben, keine Ahnung. Denk dran, es ist viel, viel Winter in der BRD, lange kalt. Aber ich sag's dir bloß, wenn die Menschen nicht zusammenhalten, geht das so weiter. Und du weißt, dass es so ist. Wenn sie zusammenhalten, rudern die zurück, weil was wollen sie machen?
Was denn gegen eine Wucht des Volkes? Gar nichts. Deswegen, meine lieben Zuschauer, ich bitte euch, also ich möchte nicht nur euch so einen Beitrag bringen und sagen, so wird es ab 2025 nochmal 10-20% drauf, mindestens. Rückwirkend kann ja das immer verändert werden. Es kann auch sein, man lässt sich 25 einfallen, dass man ab 2010 eigentlich schon mehr Grundsteuern gebraucht hätte. Das Finanzamt ist hier nicht anders. Die machen irgendwie, was sie sich so aus den Fingern saugen oder was sie da so zusammenkriegen müssen, ne? Machen die irgendwelche Summen und schicken dir das zu und da müssen sie mal was prüfen. Angeblich haben sie was geprüft, weiß gar nicht, was sie prüfen wollen. Die haben dort weder Unterlagen, sonst was. Der Steuerberater macht das ja anhand deiner Unterlagen fertig. Schickt dieses Pamphlet dahin, wenn er nicht in die falsche Spalte gerutscht ist, könnte sogar stimmen, was er hinschickt. Wenn er mit denen zusammenarbeitet, gut, dann keine Ahnung, wie auch immer. Dann habe ich noch ganz andere Sachen erfahren über das Finanzamt, die ich hier nicht nennen kann. Absolut kann ich nicht machen, geht nicht. So, und dann kommt irgendwas raus, wo auch ohne Unterschrift gültig ist, ne? ja, ganz genau, wo du da mal rückwirkend, die letzten 10 Jahre musst du deinen Scheiß da aufbewahren, nochmal, was weiß ich, 10.000, 50.000, kennt keine Grenzen nach oben, 100.000 Euro nachzahlen, sollst, kannst du nicht, ja gut, dann wird dein Konto gesperrt, weil geht ja nichts und dann denkst du dir, ja, dann muss ich wohl jetzt Privatinsolvenz anmelden. So, hast du ein Haus oder sonst was, ist das gleich mit weg, Insolvenzmasse und so. Ja, denk ja nicht, dass es anders läuft. Und jetzt kommt hier das mit den ganzen Grundstücken, Häusern weiter. Und ich sag euch, weil mir eben viele schreiben, ja gut, mich betrifft es nicht, wohne in der Mietwohnung. Ey, da kannst du einen Haken dran machen. Das betrifft dich ganz genauso. Wenn deine Miete ab 25 plötzlich im Monat 200 Euro mehr beträgt oder 150, wie groß die Wohnung jetzt bei dir ist, ne? Und dann wirst du noch arbeitslos und dann kannst du das Buch gleich zumachen. Das ist so. Und das passiert, wenn die Völker nicht zusammenhalten, insbesondere unser Volk. Wenn das zersetzt wird, gespalten wird, hat man ja gut eingefädelt, wunderbar, auf mehreren Komponenten, auf mehreren Ebenen zur gleichen Zeit oder leicht zeitversetzt. So, und jetzt ist jeder anderen sein Teufel, ne, und sagt, das ist blöd, das ist ein Arschloch, will ich nicht und so. Ne? Und das hat man ja vorbereitet. So. Und deswegen gibt es keinen Zusammenhalt mehr. Es gibt keinen. Wir haben vielleicht mit 2-3 Leuten jetzt mal übertrieben gesagt, aber das war's. Es geht nicht mehr darum, ob dein Nachbar ein bisschen blöd ist oder ob der eine andere Ansicht hat da oder darüber, ob der jeden Sonntag sein Auto putzt und dich das aufregt. Es geht nicht mehr um die Kleinigkeiten. Es geht darum, ob du auf der Straße landest. Darum, ob du vielleicht schon einen Strick um den Hals hast, weil du nicht weiter weißt. Und das, es ist kein Einzelfall. Ihr wisst, die Kriminalstatistik über Suizide wird seit 3 Jahren nicht mehr veröffentlicht. Nicht mehr. Begründung? Wegen Nachahmer. Hatte ich euch schon mal gesagt, ne? Ja, ganz genau. Kriminalstatistik, Suizidrate sehr hoch. Nachahmer, ach, die haben sich umgebracht, ist im Trend, wow, mache ich auch. Was ist das für eine Begründung? Wie sehr wollen die uns noch verachten, uns die Leute im Volk, die zu Wohlstand geführt haben? Durch unsere hohen Steuern, schon von jeher, jetzt übertreiben sie es halt, ne? Ich sage nur eins, meine lieben Zuschauer. Wenn wir es nicht lernen, zusammenzustehen und zusammenzuhalten, auch wenn wir den Nachbarn doof finden und da drüben die Kuh auch oder ne, die da an der Kasse sitzt, die ist auch ein bisschen blöd und so, spielt aber alles keine Rolle als Kleinigkeiten. Weil ohne Zusammenhalt gegen diese Wucht, gegen diese Hochfinanz und so weiter, gegen diese mächtigen IT-Konzerne und so weiter, der Einzelne fegt dich, du wirst weggefegt, wie ein Blatt im Wind. Zusammen ist es was anderes. Da fegt uns nichts weg. Das geht nicht. Da müssen die zurückrudern. Das würden sie auch tun. Ihr kennt das doch mit der Manipulation. Du wagst dich einen Schritt vor und guckst, was der andere macht. Und dann merkst du schon, wie der tickt. Und wenn der so needy Vogel ist, und, oh, was weiß ich, tritt mich in den Arsch, dass ich dir dankbar sein kann, gehst du weiter. Die meisten jedenfalls, das ist einfach so. Wenn da aber ein Gegenwind kommt, dann denkst du, oh, bei dem geht's nicht, probier's mal bei dem. Ist doch ganz häufig so, oder nicht? Sag's ehrlich, so ist es. Guck dich um, sei nicht blind. Und genauso ist es hier. Ganz global, einfach nur übersetzt, nichts anderes. Die verhängen irgendwelche Maßnahmen, sagen, mal sehen, also so viele werden da nicht mitgehen, so blöd können sie nicht sein. Dann sind sie völlig überrascht, da bin ich überzeugt von, dass so viele noch blöder sind, als sie sich jemals gedacht haben.
Dann setzen sie noch einen drauf und noch einen und verheimlichen es gar nicht mehr. Da kommt diese RKI-Files raus. Jeder weiß es. Jeder kann es lesen, der es lesen will. Die machen trotzdem weiter. Sind doch wieder neue C-Fälle, Inzidenzen irgendwie hoch, also ein Schwachsinn, Vogelgrippe und so, ne? Was alles jetzt schon Raum geworfen wird. Weil sie gemerkt haben, ey, das ist zu einfach. Wo bleibt denn da eigentlich der Spaß? Ja? Wir müssen noch eins draufziehen, also hohe Inflation, und dann werden wir denen noch die Grundstücke unter den Arsch wegfänden. Weil willst du dein Haus auf den Buckel binden, auf den Buckel mitnehmen? Grund und Boden, da steht es drauf. Und das zieht man dir unter den Hintern weg. Und wenn wir nicht zusammenhalten, zusammen, und deswegen spreche ich die Mieter auch an, gibt ja bei uns mehr Mieter als Häuselbesitzer. Aber ich spreche euch alle an. Es betrifft uns alle, egal ob ein Haus hast oder eine Mietwohnung, ob du mal zum Essen gehen willst oder irgendwas. Wenn die Grundsteuern um dies 10-20%, ey Leute, da redet der Mama so, ihr kennt das alles, wenn Verdi da oder sonst was für die Mitarbeiter rausgeht oder so, aber wir wollen mal 1-2% mehr. Ja, 10-20%, oh, ist kein Problem. Ja, die brauchen, um ihre Kriege zu finanzieren. Das machst du ja dann auch noch mit, Kriege finanzieren. So ist das nicht. Ne? Dass du denkst, ja gut, dafür wird ja wieder eine Straße gebaut. Ja, kann sein, ein bisschen, ja. Bis zu einem gewissen Punkt, aber das meiste geht doch in ganz andere Kanäle, in schmutzigste Kanäle, in schmutzigste. Es geht nur daraus, wenn wir zusammenhalten. Nur, und zwar ausschließlich. Und es gibt überhaupt keine andere Idee, es gibt auch keinen anderen Weg, gibt es nicht. Und wenn den einer von euch weiß, dann sagt es mir gerne. Euer Angie.